Vom Glamping zum Camping und so entschleunigen eben manche in einem Baumhaus wie diesem, mitten im Wald in voller Ruhe. Oder manche entschleunigen natürlich auch mit ihrem eigenen Fahrzeug, mit ihrem eigenen Wohnwagen, mit dem wir ab heute unterwegs sind und Richtung Ostseeküste fahren. Mit einem Anhänger und einem Zugfahrzeug, einem Fendt-Anhänger und einem Subaru-Zugfahrzeug. Und wie das Ganze aussieht und was wir da erleben und wie man das überhaupt anstellt, weil das ist ja auch Neuland für mich, das sehen wir jetzt im Folgenden. Und der Anhänger, der hier steht zu meiner Linken hier, der ist von Fendt, ein geschlossener Anhänger, ein Wohnanhänger aus der Serie Bianco, steht hier ganz groß drauf, 515 SG, den gibt es natürlich in verschiedenen Konfigurationen noch. Einer der längeren, 7,53 Meter ist er lang, inklusive Deichsel vorne. Ja, hier haben wir an der Seite ein relativ überschaubares und schönes Design mit schönen Leisten. Man sieht hier auch am Ende hier quasi die Fugen. Das wird von oben und von unten zusammengefügt und dann geklebt, diese beiden Teile hier. Wir schauen ihn uns gleich nochmal an, einachsiger Anhänger. Und was er alles so zu bieten hat, vor allem im Interieur, ist er ganz gut ausgestattet vom Komfort. Aber das Wichtigste natürlich hier, neben diesem Anhänger, der ungefähr bei 22.500 Euro anfängt oder kostet, ist natürlich auch das Zugfahrzeug, das man benötigt. Und das haben wir hier stehen. Das ist der Subaru Outback. Und ich habe natürlich eine Assistenz hier in diesem Fahrzeug sitzen, der auch den Schlüssel gerade braucht, um den Motor zu starten. Genau, Allradantrieb hier, 2,5 Liter Boxermotor hier vorne. Das ist ganz geeignet hier, das Zugfahrzeug, hier diesen Anhänger, diesen Wohnanhänger zu ziehen. So, jetzt weise ich ihn ein, versuche ihn zumindest einzuweisen. Oder er sieht es selber in der Rückfahrkamera. Das ist noch ein Stück, genau, noch ein Stück, perfekt, Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, passt, stopp, stopp, genau. Wichtig ist hier, da wir hier komplett drunter fahren müssen und präzise drunter fahren müssen, dass wir hier etwas weiter drunter fahren müssen, als diese Sicherung hier ist. So, und das Erste, was wir hier machen, Anhänger runter zu kurbeln, andere Richtung, genau, damit er ordentlich auf der Hängerkupplung dann sitzt. Passt, so genau, geht nicht weiter. Und dann, genau, ein Glück habe ich Jens hier, der mir noch hilft. Handbremse lösen. Genau, Handbremse lösen. Nach vorne. So, okay. Und jetzt kurbeln wir das Rad hier nach oben. Genau. Und ziehen es dann hier ganz komplett nach oben, so dass es nicht nach unten fahren kann. Das nächste ist die Sicherung. Haben wir die? Ah, genau, die liegt hier. Diebstahlsicherung, brauchen wir die? Ja, die brauchen wir, ne? So. So, dann die auch noch zumachen und das Wichtigste ist hier noch Stromversorgung natürlich, damit der Anhänger auch dem Standard entspricht, also ein bisschen drum zu legen, so drum und auch blinkt, wenn er blinken soll und bremst, wenn er bremsen soll. Den hier so reindrehen, genau, und dann noch das Sicherungsseil hier neben der Anhängerkupplung oder so eine Öse, wo man dann bei der mobilen Anhängerkupplung zumindest dieses Sicherungsseil hier noch reindröseln muss. Aber das ist natürlich immer eine sehr fummelige Arbeit hier, das Ding hier reinzukriegen, aber es funktioniert. Genau, damit im Falle eines Entkoppelns, ungewollten Entkoppelns während der Fahrt, der Hänger hier auch gebremst zum Stillstand kommt. Genau, so gut, mehr oder weniger ganz ordentlich angekoppelt jetzt. Jetzt könnte man so fahren. Bevor wir uns jetzt aber Fahreindruck und das Ganze mit Führerschein klären, weil das ist auch noch eine Problematik, die man ansprechen muss, schauen wir uns ganz kurz innen um, was dieses Teil hier alles zu bieten hat. Und da gehen wir mal ganz standardmäßig hier rein. Wir haben ja, wenn wir reinkommen, erstmal einen echt wohligen Eindruck, weil wir haben viel Licht durch diese Dachluke hier, die man auch natürlich verdunkeln kann, wenn hier Menschen noch schlafen, weil das kann man natürlich alles auch noch umbauen hier zu einem Bett und so weiter. Jetzt ist es momentan eine Sitzecke. Hier kann man natürlich auch Stockbetten noch entweder hier im hinteren Teil oder im vorderen Teil einfügen und einbauen lassen. Das ist relativ individuell gestaltbar. Ja, hier eine Küche, eine Küchenzeile, hier mit Kochfeldern, die man hier sehen kann. Genau, da kann man morgens auch seinen Spiegel einmachen, drei Kochfelder. Das ist gar nicht mal so übel. Gasflaschen, wo die stehen vorne drin. Schauen wir uns gleich nochmal an. Waschbecken, genau, ist alles an Bord und sieht echt sauber aus. Und auch viele Ablagen hier oben, nützliche Ablagen,
wo man hier seine Sachen verstauen kann. In dem Fall sind es jetzt hier sehr spärlich eingerichtet. Ein paar Becher, ein paar Kunststoffbecher. Ja, hier an der Seite ist noch ein Kühlschrank, der ist ja relativ spärlich, auch typisch Männerurlaub eingerichtet. Viel zu essen ist da nicht. Tatsächlich machen wir auch wieder schnell zu. Fernseher haben wir ja auch und das Bett tatsächlich auch ganz, ganz gut, auch von der Länge. Ja, reicht auf der linken Seite für die Dame meistens, wahrscheinlich rechts ist es dann ein bisschen besser. Da kann man ganz lange Menschen finden, da wahrscheinlich nur schräg ihren Platz, nur diagonal. Hier hinten noch Badezimmer, ist die Toilette, die Schüssel, auch noch ein Fenster hier drin und eine Dusche vor allem. Die ist ziemlich, ziemlich cool. Die ist vor allem relativ großzügig gestaltet, fast wie in einem ordentlichen Hotel. Das passt auch. Das ist echt ganz, ganz cool. Genau, machen wir hier oben wieder zu. Und man hat hier relativ viel Platz. Das schaut von außen tatsächlich dann gar nicht mal so aus. So, jetzt gehen wir auch wieder zurück. Und schließen hier die Tür wieder. Man muss immer achten darauf, dass man hier ordentlich alles gesichert hat in diesem Wagen, weil bei diesem Schwanken, vor allem auch wenn wir jetzt hier drin sind, merkt man das auch ganz arg, dann kann natürlich vieles irgendwie umherfallen und umherschlagen und das hört man dann auch draußen und kann dann tatsächlich dann stören. Ja, hier drin ist eigentlich alles gezeigt. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz raus. Und ganz cool finde ich eigentlich auch den Teppich hier. Bloß mit Schuhen da drin rumzulaufen ist immer ein bisschen blöd, aber es macht so eine wohlige Atmosphäre hier und für 22,5 kann man das schon mal so stehen lassen. Die Qualitätsanmutung ist auch echt ganz ordentlich. Ja, hier vorne haben wir noch hinter der Deichsel oder an der Deichsel haben wir noch die Gasflaschen stehen. Die kann man dann sehen, wenn man den Fahrradständer hier zurückklappt. Dann sieht man hier auch noch tatsächlich, wo die Gasflaschen verstaut sind. Zwei Stück an der Zahl, auch verschiedene Stromkabel und so, dass man das anschließen kann auf dem Campingplatz und auch ein Ersatzrad. Das darf dann tatsächlich auch nicht fehlen. Genau, schließen wir das Ding wieder. Achso, drehen das Ding wieder ab. Genau, dann machen Sie wieder hin. Ja, zum Zugfahrzeug, Subaru Outback. Dann wieder eher mein Gebiet, mal wieder eher meins als Wohnanhänger. Wir haben hier permanent Allradantrieb, Boxermotor unter der Haube, 2,5 Liter Saug mit 175 PS, 10,1 Sekunden von 0 auf 100. Man merkt natürlich das Gewicht des Anhängers, 1,4 Tonnen Leergewicht. Zusätzlich zu diesem Fahrzeug, dann haben wir hier ein Gesamtgespanngewicht von, also leer, von rund 2,9 bis 3 Tonnen ungefähr. Wenn wir dann die zulässige Gesamtmasse nehmen, dann sind wir auf jeden Fall deutlich über 4 Tonnen. Das ist natürlich auch schon eine Wucht, die dann mit vielen Führerscheinen oder Standardführerscheinen, so einen wie ich habe zum Beispiel, nicht mehr funktioniert, leider. Aber das sehen wir nachher noch und das diskutieren wir nachher noch. Der Preis hier vom Outback in dieser Version, wie hier steht, 41.000 Euro. Das heißt 22,5 plus 41, das Gespann hier, das ist über 60.000, bisschen über 60.000 Euro. Da kann man natürlich noch Zusatzausstattung hinten reinmachen. Man kann auch einen kleineren Fendt-Anhänger noch nehmen, dann reduziert sich der Preis minimal. Ja, und das Wichtigste, was jetzt hier ist, wie sich das Auto fährt, das machen wir jetzt etwas geschickter, etwas anders als sonst. Das sehen wir jetzt. Und plötzlich sitzt da eine andere Person hinterm Lenkrad. Warum das so ist, habt ihr in Deutsch jetzt? Ja, das ist nämlich so, weil ich keinen Führerschein habe. Also ich habe schon einen Führerschein, aber nicht den richtigen leider. Denn ich bin ja noch jung und er ist alt, Bernd Konrad. Na? Ja, alt, 42. Das ist übrigens die Antwort auf alle Fragen. 42, okay. Ich bin's nicht. Du bist 77er Jahrgang, ich bin 90er Jahrgang. Und er hat, da ich mit 9 Jahren nicht meinen Führerschein gemacht habe und er aber da schon älter war, war 1999 und da hatte man Anhängerführerschein schon integriert. Das heißt, 7,5 Tonner darfst du auch fahren. Also alte Klasse 3 war ja bis 7,5 Klasse, Tonnen. Ja, genau. Und dann wurde das ja umgestellt auf die Buchstabenklassen. Der jetzige B-Schein geht bis 3,5 Tonnen. Ja, genau. Das ist ja auch eine Herausforderung für die Reisemobilhersteller, weil natürlich diese Auflastung auf 4,25 Tonnen oder die großen Reisemobile mit 5 Tonnen. Auf A28 fahren. Die jüngere Zielgruppe
die ist da natürlich aus dem Rennen, wenn sie nicht ja, eine Qualifikation macht. Ja, genau. Und BE müsste man dann haben. Ich müsste BE haben. Genau. Ja, genau. Aber ich kann auch Anhänger fahren, nur bis 750 Kilogramm. Und wenn die zulässige Gesamtmasse nicht 3,5 Tonnen übersteigt. Ne? Genau. Das heißt haben wir hier aber. Zulässige Gesamtmasse ist wichtig. Also da geht es nicht um das Leergewicht des Autos plus nee. Das Leergewicht vom Anhänger, sondern es geht um die zulässige Gesamtmasse. Immer so das voll beladen, genau. Voll betankt. Mit allen Gasflaschen drin, mit allem Wasser genau. drin. Genau, da sind wir hier bei deutlich über 4 Tonnen, ne? Bei dem Gespann, ja, ja. wo wir jetzt fahren. Ich weiß nicht genau, ich glaube, der Subaru Outback müsste so 2,4, 2,5 Tonnen ja. Gesamtgewicht haben zulässig plus der Anhänger hinten dran. Ja, kommt dann 4 Tonnen. Genau, und da hat natürlich keiner dran gedacht, beziehungsweise nur am Abend vorher. Und deswegen fährt jetzt Bernd und wir reden einfach mit ihm drüber, wie er sich fühlt mit dem, ich bekomme ja auch alles mit dem Anhänger hier hinten dran. 2,50 Meter ist er breit, ne? Mhm. Und das ist schon ganz schön breit, vor allem in ja. Baustellen, wo wir jetzt hier gerade auch fahren. Kann man ja hier mal zeigen. Da muss man schon ein bisschen gucken in die Spiegel. Wir haben hier zwei Spiegel, die äußeren sind angebracht, sind Zusatzspiegel, die sind keine Pflicht. Also es ist nicht rechtlich vorgesehen, dass man die dran machen muss, aber aus Eigeninteresse macht man das natürlich, dass man hier die äußeren Spiegel, die richtet man so aus, dass man nach hinten schauen kann. Und die inneren Spiegel, die normalen Fahrzeugspiegel, die richtet man dann so aus, dass man vorne auf die Reflektoren schauen kann. Korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig sage. So dass man auch sieht, wie der Anhänger reagiert und sich bewegt. Ja, und du siehst mit den inneren Spiegeln, die sind ein bisschen nach unten gestellt, du siehst eben dann in der Kurve genau auf das kurveninnere Rad des Anhängers. Eben auch wichtig, ja. dass ich nicht den Bordstein mitnehme oder die Felge beschädige. Ja, genau. Und die äußeren Spiegel sind genauso breit wie der Anhänger hinten. Das macht man immer so, ne? Genau. Damit man, wenn der Vorderwagen durchpasst und man keinen wahnsinnigen Lenkeinschlag hat, weil der Anhänger ja nach hinten ja. nach rein zieht, dass man da auf jeden Fall auch mit dem Anhänger dann durchkommt, mit dem Wohnanhänger. Also ich würde nicht ohne Zusatzspiegel fahren, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Mich überrascht nee. Zu hören, dass die nicht Pflicht sind, weil das in der Tat ein guter Gradmesser ist und du ja. siehst halt sonst nicht was. Du siehst eh nicht, was hinter dem Anhänger passiert. Aber nee. Eine Rückfahrkamera, haben wir gestern schon gesagt, wäre richtig gut zu haben ja. hier, damit man mal sieht, was hinter dem Anhänger passiert, weil das sind immerhin 12 Meter, wo man ja. hier oder halt so nicht Noten sehen kann. Mit extra Teil, dass man irgendwie ja, mit extra Teil, ja genau. Das wäre echt gut. Ja, ja ansonsten Spiegel haben wir geklärt. Fahrverhalten jetzt mit dem Ding. 1,4 Tonnen haben wir jetzt drin, hinten dran. Leergewicht. Das heißt, wir haben ein paar Dosen Bier drin. Also sind wir schon bei 1. Nicht für uns, natürlich nur für die Crew. Import, Export. Ja, genau. Sind wir 1, für die Groupies haben wir das da drin. Ja. Wir sind der Rockstar. Genau. 1,45 Kilo ich hab haben. Ich habe keinen Rock an. Schade. Ja, okay. Du bist auch kein Star. Und sonst? Wie fährt sich's? Ja, also ich bin das erste Mal auch mit Anhänger unterwegs. Mich einen Tag da vom ADAC-Instruktor einweisen lassen, also in den Anhänger, nicht in die Anstalt. Und ich übrigens auch. Ja, stimmt, du auch. Ich habe es ja auch gemacht, ja. Und ich finde das, klar, man ist so ein bisschen konzentrierter als sonst, sollte man auch sein, aber man kommt schon schnell rein. Wenn du jetzt natürlich so Autobahn, Landstraße fährst, dann muss man schon noch aufpassen, dass man nicht vergisst, was man da hinter sich herzieht. Denn wichtig ist natürlich Überholvorgänge planen. Das heißt, du bist dann bei einer LKW-Kolonne. Wir dürfen hier 100 fahren mit dem Gespann. Manche Gespanne dürfen 80 fahren. Dann scherst du aus. Da musst du wissen, wenn ich jetzt aufs Gas gehe, das Auto hat 175 PS zu 135 Newtonmeter Drehmoment. An sich wird der Outback schon vorangehen, aber er zieht natürlich viel mehr noch mit. Also geht ein bisschen langsamer voran und dann auch beim Wiedereinscheren musst du halt echt Länge des Gespanns im Kopf haben. Ja. Und wir haben hier natürlich einen erhöhten Verbrauch, ne? Ja, ja, wir haben... Klar, wenn man so ein Ding hinten dran schiebt, genau. Was haben wir gerade? Man sagt so 30-40%, das beantwortet der Outback hier auch. Gut, jetzt ist es, warte mal, wir sind jetzt hier bei 12,4. Im ja. Nicht-Hängerbetrieb fährt man den Outback so ja mit 9,5 Litern. Ja. 9,5 Litern, also wir haben, ja. Genau, also kommt schon der Zugschlag dazu. Ja, ja. Klar, mehr Gewicht. Klar. Aber man kommt schon, finde ich, okay voran. Ich finde es jetzt auch nicht irgendwie zu krass langsam. Ich schon, ich finde schon langsam. Also man kommt halt echt nicht vorwärts. Ne? Aber wir sind auch nicht 100 gefahren, die ganze. Wir können ja 100 fahren mit dem ja, Gespann. Wir sind öfter so 90 gefahren. 90, auch ja. viele Baustellen und LKW. Viel Verkehr, da kannst du eben auch nicht sofort ausscheren. Aber mit dem Wohnmobil, mit einem relativ großen Wohnmobil, kommst du auch nicht viel schneller voran. Nee, klar.
fährst vielleicht so 120, aber sonst wird es ja auch ungemütlich. Und du hast halt hier die Flexibilität, dass du das, den Hänger irgendwo stehen lassen kannst und dann in die Stadt fahren kannst. Ne? Genau. Was wir jetzt auch machen in Hamburg, wir fahren nämlich nach Hamburg gerade und dann stellen wir den da hin und fahren dann mit dem Auto dann weiter. Oder Ridesharing durch die Stadt. Ja, genau. Und jetzt hört man hier... Ja, das ist das DVD. 80, 90... 100, das ist das TVT genau, und der Boxersauger dreht es bis 6000 Touren hoch und mit dem Anhänger braucht er natürlich noch ein bisschen länger. Ja. Ja, aber würdest du es jetzt machen? Also würdest du dir privat jetzt so einen Hänger nehmen und damit durch die Lande fahren, durch ganz Deutschland cruisen? Ich würde es nicht machen. Ich habe da keinen Bock drauf gerade. Mit dem Wohnmobil machen? Ja, glaube ich auch. Wenn du jetzt überlegst, zu zweit sowieso, dann kaufe ich mir so einen Campervan, also so einen ausgebauten Ducato, der ist ja voll, passt überall rein. Genau. Und wenn du jetzt mit mehreren Personen, also was Größeres brauchst, ich glaube, dann würde ich trotzdem auch, also wenn man sich's leisten kann, ein Wohnmobil kaufen, dann wird es im Wohnwagen ja auch ein bisschen kuschelig und eng. Und ja, also muss man schon mögen, Anhänger fahren. Ich glaube, ich würde mir schon einen Anhänger kaufen, aber mit irgendeinem alten Auto. Nicht zum Wohnen, aber in dem kannst du zur Not dann auch wohnen. Genau. Ja. Okay, dann machen wir uns auf den Weg nach Hamburg jetzt und sind noch ein bisschen hier beim Entschleunigen im Subaru. Wir sind jetzt hier in der Autobahnausfahrt, da heißt es dann Tempo 40. Da fahre ich mit dem Anhänger auch wirklich Tempo 40, weil ich jetzt nicht weiß, wenn sie auf einmal die Kurve unten zugeht, ist ja manchmal so, dass die dann... Hundekurve. Hundekurve. Und dann stehst du auf einmal im wahrsten Sinne des Wortes da, weil du irgendwie einlenken musst und dann steht der Anhänger oder der Fahrradträger an den Stoßfänger. Naja, das ist diese Winkel, da musst du dran denken. Da musst du dran denken. Das ist an jeder Kurve auch wichtig. Und ich finde es auch immer krass, auch bei dem Anhängen oder Abhängen von dem Hänger, was man ja gerade auch gesehen hat, das war noch nicht ganz so bündig, wenn ich das alleine hätte machen müssen, weil das hätte, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Was ich immer krass finde, worauf man da alles achten muss, auch tatsächlich, wenn der nicht entspannt, sondern im gespannten Zustand ist, mit der Bremse, der ist ja gebremst, ein gebremster Anhänger, dass es nicht drauf bolzt auf das PU-Teil hinten, ne, auf den Heckstoßfänger. Stimmt. Wenn der unter Druck stehst und du den abkoppelst, dass du da dran denkst. Bam, weil es geht so schnell, erstmal, dass du zu viel einlenkst oder dass du dann, da gibt es so viele Punkte, die man auf jeden Fall beachten muss bei dem Ding, die echt das Thema komplex erscheinen lassen. Was wir auch noch besprechen können, ist Seitenwind. Seitenwind, ja. Wenn du auf der Autobahn fährst, dann fährst du über eine Brücke oder an einer LKW-Kolonne vorbei und es windet, muss man auch anders mitdenken, wenn jetzt der Wind hinten auf den Anhänger drückt, natürlich eine riesen Angriffsfläche. Wenn er dann hinten einmal anfängt zu stingern, wir haben das jetzt so ein bisschen gemerkt, dass er manchmal ein bisschen unruhig wird. Das merkst du im Auto, aber wenn der so richtig... Auch ohne Wind übrigens, du hast diese ganzen Bewegungen immer im Auto drin. Ja. Das finde ich auch echt ein bisschen, muss man sich daran gewöhnen, dass das Auto so ein bisschen hin und her geschoben wird von dem Anhänger. Aber da muss man schon, also ich würde vorschlagen, wer sich das wirklich kaufen will oder auch wer es schon hat, sollte es mal auffrischen, dann ein Fahrsicherheitstraining machen, wie reagiere ich, wenn der Anhänger außer Kontrolle gerät. Wichtig ist, Lenkrad gerade halten. Nicht hektisch gegenlenken. Und kurz bremsen. Ja. Wenn das Gewicht des Hängers zieht dann im Idealfall das Gespann wieder in die Länge. Ja. Ja, alleine kann man mit so einem Gespann kaum was machen. Ein Beifahrer, der ist extrem wichtig. Nicht immer gesetzlich vorgeschrieben, wenn man nicht rücksetzen muss, aber wo ist das schon gegeben, dass man nicht rücksetzen muss? Und deswegen ist ein Beifahrer fast genauso wichtig wie der Fahrer. Und diese Rolle hatte ich ja inne, das hat man jetzt auch gerade gesehen, weil, wie gesagt, mit den Führerscheinen, da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht in Schwierigkeiten kommt. Deswegen habe ich es auch gelassen, hier selbst zu fahren, außer bei der Einweisung auf dem Parkplatz. Ja, was ich sagen kann, ist das, was Bernd erfahren hat, mitunter vom Fahrgefühl. Es ist halt extrem schwer, man merkt es sogar als Beifahrer, dass dieses große Ding 1,4, 1,5 Tonnen hier hinten am Auto richtig zieht und richtig Bewegung auch ins Auto bringt. Vor allem, wenn dann Seitenwinde aufkommen tatsächlich, die dann den ganzen gesamten Hänger hier an die Seite buxieren. Und vor allem, wenn man LKWs überholt und so und dann im Windschatten fährt, dann wieder aus dem Windschatten rausfährt und so, dann spürt man das sogar auf dem Beifahrersitz, dass das Auto richtig, richtig arbeitet. Mit dem etwas größeren Auto, mit etwas einem schwerem Auto, könnte das natürlich dann nicht so in dieser Form passieren. Das heißt, je schwerer natürlich das Zugfahrzeug ist, desto
leicht gängiger und dynamischer fährt man und ruhiger vor allem fährt man natürlich dann auch mit diesem Anhänger, Wohnanhänger hier hinten. Ja, allgemein zu dem Wohnanhänger hier 22,5 finde ich einen ganz guten Preis, so jetzt als Außenstehender, wenn ich mir denke, das ist ein komplettes Zuhause, was man hier mitnimmt, das ist gar nicht so schlecht. Die Verarbeitung scheint in Ordnung zu sein, auch wenn ich mich da jetzt nicht so wahnsinnig gut auskenne in der Präzision. Ich kenne es halt ganz normal vom Fahrzeugbau, ja hier die ganzen Spaltmaße und so, die sind halt nicht ganz so natürlich wie bei einem PKW, einem deutschen europäischen PKW, aber das Ding, das ist schon gut und sieht auch ordentlich aus, sieht nicht so ja, komisch aus wie manch älteres Ding, ein bisschen vergilbt und so, das passt schon und auch hier diese ganze Aufmachung, die gefällt mir auf jeden Fall. Nur würde ich mit so einem Wohnanhänger nie fahren, man soll nie sagen, aber hier, schon jetzt habe ich kaum mehr Lust, auch als Beifahrer hier durch diese Stadt hier zu fahren. Hamburg hier, wir standen vorne da an dem Fischmarkt und sind kaum rausgekommen. Dann kam richtig viel Trubel auf, Bernd ist fast ausgetickt. Und ich bin da draußen an der Straße gestanden und wir wussten echt nicht mehr, kurze Zeit, wohin mit dem großen Anhänger hier. Und da muss man sich schon kurz sortieren und ganz anders planen, ganz anders fahren. Man ist überhaupt nicht so flexibel, wenn man den denn dran hat. Aber wir können ja hier auf dem Fischmarkt, stehen wir ja gerade direkt vor der Werft hier, können wir ihn ja hier abstöpseln und dann jetzt irgendwo noch hinfahren. Zum Beispiel ins Miniaturwunderland, das ist immer eine ganz schöne Sache, wenn man hier auf der Reise ist, dass man dann, wenn man diese 80, 90, 100 km/h, die wir immer fahren, so stressfrei wie nur möglich durch die Gegend fahren möchte, dann macht man natürlich auch seitlich der Autobahn bisschen Rahmenprogramm, vor allem auch wenn man Kinder hat. Bernd ist ein halbes Kind, deswegen ist es eine ganz, ganz gute Sache. Ja, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da mitzufahren, betonen auf mitzufahren. Und trotzdem kann ich mir sowas nicht vorstellen. Vielleicht mal ein Wohnmobil, machen wir dann nochmal separat so einen Test. Das ist, glaube ich, ganz witzig. Und ja, falls Sie es bis hierhin geschafft haben, vielen Dank dafür. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn Sie mich dann abonnieren.